Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Wir sind hier wieder zurück in der 15. Aufnahme. Es gab ein paar Probleme mit der 12. Aufnahme, deswegen muss ich sie wegen Bildstörung eliminieren. Es waren sowieso nur ungefähr 7 Minuten, also ihr habt nicht viel verpasst. Das war, glaube ich, gerade ein Tag. Und es ist besser für alle Beteiligten, dass ihr diese Bildstörung nicht sehen würdet. Sowieso war die Tonspur verzerrt, also ich hatte lange damit gerungen, aber nein. Nummer 12 werdet ihr niemals sehen. Gut, Wetter. Sieht perfekt aus. Wir haben ein Festival heute. Was haben wir denn heute? Blumenfest. Ich habe, glaube ich, ein Gefühl, dass das heute ausfallen würde. Hallihallo, Svenjo. Wie geht's dir? Perfekt. Gut. Wir haben jetzt sogar einen Hühnerstall. Das freut mich. Und ich hoffe, diesmal ist es auch kein Echo im Sound. Das hoffe ich mal stark. Wir haben hier eine schöne Rübe, die wir verkaufen können. Zack. Nochmal 90. Ich weiß nicht, ob die anderen Mehrwert waren, weil die auf fruchtigem Boden waren. Mal gucken. Ich hoffe, dass dieses Feature noch nicht da war. So, wir haben hier noch einiges zu tun. Wir haben hier noch nicht die ganze Absperrung für die Hühner aufgetrieben. Also würde ich einfach mal sagen, wir improvisieren. Ich nehme kurz mal hier ein paar Steine. So, hallo? Gut. Wir improvisieren und tun erstmal einen kleinen Rahmen. Einen kleinen Hühnerauslauf machen, damit wir jetzt erstmal wieder kaufen können. Sobald wir natürlich erst wieder Geld haben. So, ich sag mal, wir müssen noch eine Gießkanne kaufen. Können wir gleich auch nochmal pflanzen gehen. Gießen gehen, meinte ich. Pflanzen gehen. Können wir auch machen. Ihr sehen und gießen alles mögliche. So. Zack. Nochmal zack. So viel Unkraut. Müsst ihr nächstes Mal mit der Sense vorbeikommen. So. Abgehen. Zack. Und mir. Zack. Mir. So. Brauchen unbedingt auf jeden Fall mehr Steine. Stoppy bis jetzt zu klein. Zack. Weg damit. Weg damit. Nochmal. Hierher. Und. So. Ich würde mal sagen, hier so können wir erstmal kurz anfangen. Ja, ein bisschen Auslauf haben, vorübergehend. Natürlich erst vorübergehend. Das soll auf jeden Fall nicht dauerhaft die Lösung sein. Weil wir wollen kein Eier verkaufen in Zwangshühnerhaltung. Wir wollen köstliche Hühner haben. Dafür müssen wir erstmal ein paar Steine aufwerfen. So, das ist hier jetzt schon. Ja, perfekt. Und kommt jemand durch? Perfekt. Gut, geldmäßig sind wir bei 3700. Wir holen uns jetzt unser Haus. So. Das ist ein Feiertag frei. Wir haben Mutter. Es ist Feiertag. Schade. Gut, dann
war's das wohl erstmal. Das war's wieder kaufen erstmal. Das ist Festival. Beginnt doch. Was ist denn hier abgesagt? Wurde leider abgesagt. Ja. Jetzt haben wir den Kuchenball mal. Mangel an Kuchen. Hätte ich ja natürlich die letzten Folgen mal dran denken können. Egal. Sorgen wir nochmal dafür, dass wir ein bisschen Geld verdienen können. Den Pilzen. Den Krallen, die wir jedenfalls finden. Jawohl. So, hier haben wir noch einen Stein, perfekt. So, und ich sag schon wieder so, wieder zu Bico. Okay, ich darf. Da haben wir noch einen Stein, perfekt. Über diese ganze Stein. Schade, aber noch ein Stein. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Okay. Dadurch sparen wir in Zukunft viel Geld. Weil die Steine gehen nicht kaputt. Aber dennoch haben wir alle Geschäfte geschlossen. Übrigens die Pilzkammer nicht essen, da die erst zubereitet werden müssen. Oh. Hallo Vicky! Hallo, wie geht's dir? Das ist hier ein bisschen anfällig. Und schon wieder ist die Taschenbau nicht so fett. Die Torch ist voll. Auf zu der Familie in der Nähe. Geht nur schon. Wo war ich stehen geblieben? Natürlich, wir müssen ein paar Sachen verkaufen. Wir können nicht tauschen. Ach. Nein, nicht tauschen. Spring doch, du Scheißkerl! Ich sagte noch einmal, spring nicht 10 Mal. So, zack. 35. So, 60. Nochmal. 60. Und 35. Und 50. Zurück zu den Steinen. Stein. Zack. Ah, wir haben noch eine Koralle. Ich bin schon wieder müde. Ach. Na gut, ich halte. So schon. Nicht einfach ablegen. Oh, diese Steinjagd. Gut, dann werde ich halt einfach aussetzen mit dem. Lumen? Lumen. Gut. Ist hier noch irgendwo Korallen? Ist nicht genug. Ja, ich hab verstanden, dass du müde bist. Geh ein paar Schritte weiter. Danke. Passt du hoch? Danke. So, wo sind wir noch? Korallen da unten. Korallen. Nee, ab! Jetzt nimm die Scheiße! Nimm die Scheiße! Gott sei Dank! Gleich ein Herzinfarkt. Wenn ich
jetzt hier noch so weitergeht. Das sind Korallen. Korallen. Danke. Eine können wir, glaube ich, noch nehmen. Nehmen noch eine. Sag mal, geht's noch? Ja, du kannst gleich ausschlafen. Wobei, morgen ist Dienstag. Du hast morgen einen richtigen Termin. Bei Tierarzt. So, wir nicht Tierarzt. Tja. Wir wollen ja nämlich wieder den... Was ist das? Noch ein Giftpilz. Und noch ein Pilz. Kein Lichterpilz, auch kein Bitburgerpilz, ein normaler Pilz. Komm, spring, spring. Geht doch. Ja gut. 50. 35. Nochmal 35. Und 35. Und 35. Nochmal 35. Das nochmal zweimal 35 und einmal 60. 35 und 60 und 35. Das sieht doch gut aus. Gut, dann kümmern wir uns morgen um die Blumen. Und holen uns dann unser erstes Huhn. Sind auf jeden Fall schön interessant. Und mal gucken. Was soll ich das heute noch machen? Nee, Quatsch. Wir wollen es nicht nochmal provozieren. Nicht aufpacken gegen das Scheißpad. Du brauchst dein Schlaf. Du brauchst dein Schlaf. Wer hat den scheiß Tisch hier reingestellt? Ja. Ich weiß, Honey, ich muss ins Bett. Brauchst dich hier scheiß Kopf zu schütteln. So. Speicher. 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 Ja, Bitte, we'll be right back.
Ja, moin. So. Weiter geht's. Es ist wieder mal eine Abend-Session. Sprich, ich werde wahrscheinlich ein
2, 3 Folgen aufnehmen. Mal gucken, wie lange. Eine letzte Folge. Bitte sind die Ärzte auf den Scheiß steigen. Was? Was war das? Okay. Tun reinholen. Ab ins Bett. Hallo Marvin. Ja. Blauen. Wow. Dem geht's aber blenden. Wow. Komm. Ich hab mir erst noch einen Stein. Und probier's das zweite Mal. Also, wer steckt sich bitte so einen Großstein in seine Tasche? Ich kann ja verstehen, wenn hinten er einen Rucksack trägt. Aber das tut er ja nicht. So. Jetzt will ich's genau sehen. Zack. Geht doch. Wo ich denn zukünftig alles so mache. Ätzend! Was willst du, Computer? Moment. Zack. Gut, weiter geht's. Svenjo, komm, wir gehen kuscheln. Ich will nur ins Bett.